Princess Yennefer of Vengerberg told it there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Ja, da sind wir stehen geblieben. Tja. So. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, kommt näher. Kommt näher zu The Witcher 3. So. Allesamt. Denn wir haben hier so einiges zu tun. Ach ja, Skellige. Ist jetzt dran mit Erforschen. Oh, ich liebe Skellige jetzt schon. Ich weiß, das sage ich jetzt zum ersten Mal. Tja. Okay, wir haben jetzt hier einen Leichenschmaus, irgendwie sowas. Denn da ist einer gestorben, wer bist du? Genau, du bist das. Ja. Okay, ist auch schon da? Ne, ist wer anders, okay. Ja, gut, was ich jetzt zuerst mal tun will. Haben wir hier was Neues zum Lesen? König Benfeld lebte ein langes Erfolg, dass er hinfällig wurde, ging er nur mit einem Messer bewaffnet in den Wald, um Bären zu jagen. Wollen wir sehr neu, wir erinnern, doch wenn zu reden. Botefuck ging, als er um die Probleme der Inseln zu kümmern. So schlecht im Zaum hielt. Okay. Okay, interessant. Der ist jetzt gestorben. Und er hat auch seine Verabschiedung. Und der ist jetzt wohl der neue Anführer, okay. Soweit ich das noch im Kopf habe. Tja. Und wir haben hier noch was mit der Trunkenen. Warte mal. Wo ist denn das? Der König ist tot, lang lebe der König. Das übliche, fliegende Fäuste. Familienklinge, genau. Da müssen wir gegen Mäusack kämpfen, der Druide. Mehrere Orte, okay, das ist jetzt auch hier. Hexenauftrag in diesem Fall, okay. Stufe 18. Sprich mit den Zeugen der trunkenen Angriffe. Erkunde das Gebiet. Wo ist denn das Gebiet? Da unten, okay. Dann die Fragezeichen sind auch hier. Vor allem da draußen. Ja, ach du Scheiße, okay, alles da draußen. Na toll. Das meiste. Und wir haben hier, da, dort, da. Ach ja, es wird auch wieder 100 Folgen dauern. So. Okay. Da drüben also. Okay, machen wir das zuerst, oder? Ist er in der Nähe? Mit wem sollen wir reden? Na du. Rurik, right? Heard you were on a boat the drowners attacked. Aye, I was. With Ulf, my cousin, gathering our crab traps off the Kerrig cliffs. Ulf was pulling up a line. Having a hard time of it. Well, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Ulf was underwater. Called after him, once, twice, thrice. Then the water went red with blood. I smelled something horrid. Rotten, but worse. And the Muir Dieblin flipped the boat. Don't even know how I made it ashore. Must have had Freyr watching over me. John. That, or the monsters had eaten their fill. Thanks for the story. Oder du hast schlecht geschmeckt und sie haben dich ziehen lassen. Kann auch sein. Ja gut. Moment, was ich jetzt noch schauen will, zusätzlich, neben das hier, wo ist denn eigentlich her? Mäusack, wo bist du? Wo bist du? Du bist nirgends. Hat wahrscheinlich zu tun. Gut, dann halt irgendwann später. Okay, das wollte ich mal schauen. So. Das ist näher dran.
Ach so, mit ihm reden, okay, naja. Machen wir das noch kurz vor der Hauptstory. Dieses Fest. Und ich hoffe mal, wir können die Leute hier vereinen, die verschiedenen Clans und so, und dann gegen Nilfgaard vorgehen und auch gegen Radovid. Das wäre schön. Und es wäre auch noch schön, wenn es jetzt mal weitergehen würde mit ihm. In Novigrad. Warum geht's da nicht weiter? Okay, und die Trunkenen sind schon da. Hm. Ob das wirklich Ertrunkene waren oder was anderes, sehen wir dann gleich. Noch ein Opfer. Ja, nee, was soll denn das? So, hm. Nee. So, nimm das. Hm. So. Tja. Eine Truhe. Das ist erstmal wichtiger. Was haben wir denn hier? Okay. Naja. Neues Opfer. Sieht aber schon alt aus. That stench. Drowners for sure. Lair must be nearby. Okay. Ein Nest. So. Diese Richtung. Hm. Hm. Okay. Ist aber nicht da draußen, oder? Ich hoffe mal nicht. Ist irgendwo hier? Hm. Da unten ist was. Was ist denn hier unten? Wo ist denn hier was? Ach, eine Höhle. Da müssen die wohl herkommen. Hm. So, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay. Da sind Spuren, also scheint es richtig zu sein. Fußspuren, ne, was? Wie jetzt? Egal, ich muss auftauchen. So. Okay. Hm. Aber die Fußspuren da unten sind seltsam. Slime and rotting flesh. Hm. Dunklen Gehirn, okay. Ich hab das Gefühl, es ist was anderes. Hä? Ne. So. Ach, immer die Scheißspuren hier. Die Sporen. Ja, der Last of Us lässt grüßen. Hm. Okay, was haben wir denn da drüben? Ja, was haben wir denn da? More Drowners. Ja, unsere Lieblingsgegner. Ist ja toll. So, nimm das. Ja, ich bin da. Wer noch? Mist. Das klingt daneben. Da. So. Hm. Na, kommt jetzt mal her. So, schön. So, Schnauze hier. Bist du dran? Komm her. So. Jetzt ein bisschen beeilen, bevor die... bevor das wieder kommt. Scheißding. So ein Mist. Hm. Da ist noch einer. Oder dieser Pilz ist der Gegner. Okay. Hä? Was ist hier? Ja, Schnauze. Hm. Scheint ganz schön alt zu sein. Ach, ernsthaft, Geralt. Sei doch mal ein bisschen zäher. The Monster's Lair. Definitely not Drowners.
Ah, was ist doch? Bruises on his neck, crushed larynx, strangled. Hier ist was anderes. Almost untouched, hidden for later. Drowners just don't do that. Okay, und was dann? Hm. Almost untouched. Ah, ja. Hidden for later. Drowners just don't do that. Wer macht es dann? Bits of boats, torn sails, lines, sailing decor, you could call it. That stench, the marks on the bodies. This must be a water hag's lair. What's the vibe? Got a keen sense of smell. She won't come back while I'm here, unless she coexists with drowners. Maybe I could make an extract from their glands, cover up my scent. Hm. Okay, interessant. Ein spezielles Wasservibe. Hm. Zeig mal her. Abaya. Hat einen üblen Ruf. Du nicht zurück, die darin ihre Netze ausgeworfen hatten. Steuermeldung von denen. Aha. Viel schlimmer. Hat es sich an Wasserweib angenießen, und zwar eins von der alten, erfahrenen Sorte. Okay, interessant. Tja, ja, Nekrophagen, okay. Das ist ja interessant. Okay, Moment. Quest. Ah, hier. So. Ja, gut. Aber vorher würde ich sagen, noch kurz die Höhle erforschen, den Rest. Und ein bisschen naschen. So. Okay. Da. Ja, genau deswegen. Was haben wir da? Glanz. Okay, Mondscherben. Ja, aber Glanz ist nicht episch genug. So. Diese Waffe will ich mir gar nicht anschauen. Okay. Gut, wir haben das. Moment. Diese Seite da vorne. Hier ist nichts versteckt, okay. Hier ist auch nichts, okay. Mal das hier kurz anschauen. So. Das ist ein Ausgang, okay. Hm. Ein Ausgang, das ein Eingang ist, okay. Sonst ist ja nichts, na schön. Ja, dann wollen wir mal. Bereiten wir uns vor auf diesen Kampf. So, mal schauen. Dieses Wasservibe. Na schön, zuerst. Nekrophagenöl. Nekro. Da. So. Und jetzt das da. So. Hä? Das stimmt. Das muss ja hier unten rein. Jetzt dann kann ich es aktivieren. That should do it. Now for a place to hide and wait. Hinter den Booten, okay. Sekunde. So. Behind those boats. Hinterm Boot. Da drüben, okay. So. Hm. Hm. Tja. In die Falle getappt. Und du bringst noch Freunde mit. Ist ja nicht sehr toll. Hm. Tja. Ah, du Drecksack. Okay, ich dachte schon, er hätte jetzt das Schwert weggepackt. Das ist ein bisschen scheiße hier. Hier bin ich gefangen. So.
Autsch. Hm. Ne, ne, ne. Können wir jetzt loslegen. Das ist ja toll. So, nimm das. Ne, ne, ne. Jetzt kommt das, genau. Hui. Hm. Tja. Ach, willst du so lang greifen? Okay, hier hast du. Du wolltest es so. Tja. Keine Chance. Schön. Tagesstern, okay. Das ist schon interessanter. Tja. Viel Glück beim nächsten Mal. Hm. Tja. Das war dieser Auftrag. Das war schön. So. Dann noch das da mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Gut. Helfer absurd. Erhöht Erscheinungen, zugefügten Schaden. Bringen den Schaden, den Erscheinungen bewirken. Okay, interessant. So. Ja, schön. Gut. Moment. So. Aha. Wo ist denn hier? Tages irgendwas? Ja, Scherbenschwert. Naja. Hm. Bonusgold, verbrennen. Ups. Ist eine Stahlwaffe, okay. Naja. Du hast ja einen kritischen Trefferbonus und kritischer Trefferchance. Und 35% Bluten. Da ist es besser als ein Scherbenschwert. Tja. Mhm. Okay. Tja. Das ist dann wohl das. Gut, das hätten wir. Dann bin ich ja mal. Ach komm, jetzt ist es auch egal. So. Wieder tauchen. So. Hm. Sieht jetzt etwas anders aus. What the fuck? Hm. So. Schnell dahin. Hm. So. Wäre eigentlich auch noch schön, hier ein bisschen zu tauchen. Die Gegend erforschen und so. Und da ist ein Leuchtturm, okay. Hm. Tja. Und der sollte eigentlich auch nur das mit Lambert sein. Das sollten wir wohl gleich mal tun. So. Damit wir ihn, Lambert hervorlocken und mit ihm Gewinn spielen können. So. Tja. Aber vorher will ich jetzt mal dieses Fest anschauen. Das hat mein Interesse geweckt. In der letzten Folge. Hm. Tja. Hm. So. Und wir sind da. Ja, wir sind da. Schaut alle her. So. Du. Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil's that? Water hag. An old clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in me life. Morays, lampreys, blobfish. But never nothing like this. Your reward. Well earned, Witcher. Well earned. Blobfish, okay. Ich verdiene mehr.
Mit. Was soll das denn heißen? Hä? Thanks. So long. Hat jetzt weniger gegeben oder wie? Was? Ne, ist doch richtig, hä? Werd nicht gierig, Geralt. Okay, was sollte das denn? Hm. Das war seltsam. Geralt will gierig sein. Na, 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 na. Hm. Ja, pass auf. So. Und wir gehen jetzt dahin und müssen jetzt wieder einen scheiß Wams anziehen. Na toll. Das muss Yen's sein. Sie hat immer Raum geliebt. Und die Luxury. Okay. So eine ist die also. Na gut, wir haben jetzt hier noch einiges abzugeben. Aber dann Dave. Hm, egal, scheiß drauf. Morgrim kann da rein, du kannst da rein, so. Nochmal den Dave, scheiß drauf. Einfach alles in die Schwertsammlung rein. So. So. Maripor-Schwert, okay, das kann da rein. Okay, Rest ist uninteressant. Ja, gut. Mhm. So. Tja. Okay, das alles gehört dir. Hm. Der letzte Wunsch. Huch. Wieder komische Bücher, die 10.000 Mal das gleiche ist. Die gleichen paar. Ja. Die vergiftete Quelle, okay, was Neues. The Vries, the poison source. Still turns to it for inspiration. Hm, okay. Hm. Okay, interessant. So. Hm, hat sie keine Tagebücher oder sowas? Das wäre interessant. Ja, schade. Hm. Die. Jennifers Tagebuch. Schön. Der Gedanke, ein Genie zu fangen, beschäftigt mich immer häufiger. Seine Macht zu nutzen, damit könnte ich vieles erreichen. Der Foliant von Namus Maipsis hat bestätigt, was ich schon lange vermutet hatte, nämlich dass es trotz meines vorherigen Scheiterns wahrhaftig möglich ist, einen Genius zu zähmen. Laut Vaipsis lassen sich die Schwierigkeiten überwinden, ein solches Wesen seinem Willen zu unterwerfen. Ihm ist es zumindest gelungen. Leider heißt das nicht, dass ich genauso wie er vorgehen kann. Jeder Genius ist anders und in jedem Fall, jeden einzelnen Fall, ist ein unterschiedliches Vorgehen notwendig. Ich verfüge über mehr Erfahrung als alle anderen Lebenden, um solche magischen Rätsel lösen zu können. Wenn Geralt sein Talent mit wilden magischen Wesen fertig zu werden einsetzen würde, finden wir vielleicht einen Weg. Okay, das Problem ist nur, dass wir seinen Genus finden müssen. Das allein ist schon schwer genug. Hm, interessant. Das hat sie also vor. Glamour. Scent of lilac and gooseberries. Even with the lid on. Taste hasn't changed. Hm, tja. Oh, das Einhorn. Hm, the stuffed unicorn. She fixed it. Okay. Also ist das hier das Einhorn, was sie als Bett benutzt haben? Hm. Okay. Hatte ich jetzt ein bisschen... No idea how she managed to bring so much clothing. Hm. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. Ja, ja. Schwarz und so. Ja gut. So. Zeit für das Fest. Hm. Na schön.